So, Herr Lorenz, auf zur Arbeit. Ja. Alexander Lorenz ist wegen Körperverletzung verurteilt. Bis Oktober muss er seine Strafe noch hier in Bielefeld-Brackwede absitzen. Der 28-Jährige arbeitet in der hafteigenen Schlosserei, wenn möglich, mehrere Stunden am Tag. Das klappt, wenn genügend JVA-Mitarbeiter da sind, die das auch beaufsichtigen können. Wie wichtig ist das, dass Sie hier arbeiten können? Sehr wichtig. Das ist, dann lenkst du, da hast du keine falschen Gedanken. Da lenkst du dich ab und da kannst du ein bisschen Geld zurücklegen für die Freiheit. Dann, ne? Wenn du rauskommst, hast du ein gewisses Startkapital. Alexander Lorenz sagt, dass er manchmal länger in der Zelle bleiben muss, wenn zu wenig Personal da ist. Ist das so? Wir müssen sie ja während der Arbeit auch beaufsichtigen können. Das muss ja gewährleistet sein. Und wenn wir da zu wenig Bedienstete haben, dann leidet wahrscheinlich dann auch die Arbeit darunter für die Gefangenen. Sebastian Stücker ist für die Abteilung 4 zuständig. Rund 50 Männer sind hier eingesperrt, Diebe genauso wie Vergewaltiger, Totschläger oder Mörder. Einmal die Woche muss er alle Zellen durchsuchen, nach verbotenen Gegenständen, auch Waffen. Er wird öfter mal fündig, sagt er. So, Herr Kowalewski, Haftraumkontrolle beendet. Ziel ist es, die Gefangenen zu resozialisieren, auf einen guten Weg zu bringen, also für ein Leben nach der Haft. Der Kontakt zum Gefangenen ist schon sehr wichtig, einfach um halt, ne, Sozialkontakt aufrechtzuerhalten. Ne? Das ist ja auch für jeden wichtig. Wir brauchen ja alle jemanden, mit dem wir mal reden können. Und je weniger Bedienstete da sind, umso weniger Zeit ist dann halt auch für solche Sachen, sich dann intensiver um den Gefangenen zu kümmern. Ja, wenn man irgendwie, nur weggeschlossen wird, kaum Gespräche und so, dann fühlt man sich ja auch irgendwie beschissen. Ne? Ich meine, man ist selber schuld, ne? Aber wenn man halt mit den Bediensteten auch mal quatschen kann. Mit insgesamt 542 Gefangenen ist die JVA in Bielefeld-Brackwede voll. Ein neues Hafthaus soll in wenigen Monaten eröffnet werden. Qualifizierte Leute zu finden ist schwierig, sagt der Leiter der JVA. Ein Großteil der Bewerber zumindest scheidet dann beim Auswahlverfahren aus. Das heißt, besteht dieses Auswahlverfahren nicht. Und das führt dann im Weiteren dazu, dass wir Stand jetzt die Stellen nicht ausreichend besetzen können. Landesweit haben die Justizvollzugsanstalten mit zu wenig Personal zu kämpfen. 36 Einrichtungen gibt es in NRW. Insgesamt sind fast 900 Stellen unbesetzt. Auch viele Ärzte, Pädagogen und Psychologen fehlen. Dabei sind viele Inhaftierte psychisch krank, sagt Johannes Fuß, Leiter des Instituts für forensische Psychiatrie und Sexualforschung am LVR-Klinikum Essen. Er hat selbst als Gefängnispsychiater gearbeitet. Man braucht schon eine strukturelle Veränderung der Versorgung der psychisch Kranken im Gefängnis. Also einerseits, weil es unsere Pflicht ist, diesen Menschen zu helfen. Andererseits, weil wir als Gesellschaft langfristig davon profitieren. Wir sind sicherer als Gesellschaft. Und drittens aber auch, um die Arbeitsbedingungen der Vollzugsbeamtinnen zu verbessern. Offiziell waren zuletzt 30% der Inhaftierten in NRW psychisch krank. Das sind mehr als 4000 Menschen. Auf Westpol-Nachfrage heißt es aus dem Justizministerium, dass die Plätze im Gefängniskrankenhaus Fröndenberg in diesem Jahr aufgestockt werden. Man sei bemüht, auch die ambulante Versorgung zu verbessern. Einheitliche Standards gibt es offenbar nicht. Eine zusätzliche Belastung auch für die JVA-Bediensteten kritisiert der zuständige Gewerkschaftsvorsitzende Ulrich Biermann. Hinzu kämen der hohe Krankenstand und die vielen Überstunden. Die Belastung der Kolleginnen und Kollegen in Vollzugseinrichtungen ist sehr hoch. Das heißt also, die Konzentration der hohen Stundenzahl muss also runter, definitiv. Eine Bezahlung ist das Nächste. Wir verdienen insbesondere in der Laufbahn des mittleren Dienstes keine Reichtümer, das muss man auch sagen. Auch das müsste deutlich attraktiver ausgestaltet werden. Sebastian Stücker hat seine Ausbildung vor knapp einem Jahr beendet. Er verdient jetzt etwa 2.700 Euro brutto im Monat. Vorher war er Sporttherapeut. Der Job in der JVA sei sicherer und besser bezahlt. Er wünschte, das Image wäre besser. Man kennt es halt aus dem Film. Die Polizisten sind oft die Großen, die Starken, die Guten. Und wir sind dann leider die Dummen, die einfach nur die Tür auf und zu machen. Vielleicht sich noch einen Schein zu stecken lassen, damit der Gefangene da noch mal telefonieren kann oder ausbrechen kann oder so. Und das finde ich halt sehr schade. Das ist so eine geschlossene Welt für sich, in die man halt sehr wenig Einblick hat. Und dementsprechend sind wir, glaube ich, wenig im Bewusstsein der Menschen. Ich glaube, dass da so ein bisschen Aufklärung wichtig ist.
Aufklärung, um mehr qualifizierte Bewerber für den Job zu gewinnen. Denn mit knapp 900 unbesetzten Stellen und wenig Zeit ist es schwer, den Gefangenen und dem Ziel, sie zu resozialisieren, gerecht zu werden.